so eine Liebe, die ich nicht beschreiben kann. Wo du gespürt hast, es gibt eben doch noch mehr. Es ist nicht das Materielle. Ich möchte dich auch so erleben. Zeig dich mir. So wie das Anna auch gesagt hat. Zeig dich mir. Er sollte nicht leben. Ich empfehle ihn, das Kind abzutreiben. Das Risiko bei einem vierten Kaiserschnitt ist zu groß. Das war der Rat des Arztes an seine Mutter, als sie mit ihm schwanger war. Lieber würde ich sterben, als dass ich mein Kind töte, gab sie ihm zur Antwort. In einem Gebet zu Gott sagt sie, wenn das Kind ein Junge wird, dann soll er Priester werden. Seine Mutter hatte die Geburt mit dem vierten Kaiserschnitt gut überstanden und mein Studiogast Bernhard Durer konnte leben. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Beitrag bei Wunder heute. Und auch herzlich willkommen, Bernhard Durer, zu diesem Gespräch. Ja, vielen Dank, ich bin gerne gekommen. Ich bin froh, hat deine Mutter so vehement gesagt, nein, dieses Kind soll leben, ich werde es nicht abtreiben. Bernhard, bei dir war es so, irgendwann hast du so das Lebensmotto gehabt, jeder ist seines Glückes Schmied. Kannst du das ein bisschen näher ausführen? Ja, ich dachte meinem Leben, dass ich das Beste draus mache. Und dieses Motto hat mich dann auch angespornt, immer das zu tun, was mir Freude macht. Aber leider habe ich dann gemerkt, dass es immer wieder einen Wechsel gab, weil die Freude im Anfang da war, ist dann nach kurzer Zeit wieder verschwunden. Ich musste wieder etwas anderes suchen, was mir Freude machte. Und so war es ständig ein Suchen nach der wahren Freude. Ich weiß von dir, du warst ja dann Gardist, Schweizer Gardist in Rom. Und für viele ist das ja ein Traum, dass man denkt, also wenn ich das packe, dann habe ich meine Erfüllung gefunden. Aber es war doch nicht ganz so, gell? Ja, am Anfang war es eine große Freude, als ich angenommen wurde als Schweizer Gardist. Ich dachte, in der heiligen Stadt würde ich dann Frieden, Freude und auch näher zu Gott kommen. Ich würde auch die Gewissheit bekommen, dass Gott mich jetzt angenommen hat, dass ich nach dem Tod auch zu ihm komme, was immer meine Sehnsucht war. Deshalb war ich mit großer Freude in der Schweizer Garde gelandet. Ich denke, es war auch eine schöne Erfahrung, sicher auch. Das ist ja schon was Besonderes, wenn man dort dienen darf. Ja, also es ist schon eindrucksvoll, das alles mitzuerleben, das alles zu sehen. Aber eben diese tiefen Frieden, diese Freude habe ich auch da leider nicht gefunden. Und dann kam es ja zu einer ganz speziellen Situation, wo du wirklich Angst hattest. Man könnte so sagen, Todesangst. Berichte uns davon. Ja, wir hatten manchmal die Gelegenheit, ans Meer zu fahren. Und da bin ich mit einigen Schweizer Gardisten ans Meer gefahren. Und ich habe dann am Meer geschwommen, bin rausgeschwommen. Und dann habe ich nicht bemerkt, dass der Wind vom Land her kam und ich Mühe hatte, wieder zurück zum Land zu schwimmen. Und je mehr, dass ich Mühe hatte, je mehr ich merkte, dass ich nicht mehr zurückkomme, bekam ich plötzlich eine große Todesangst. Ich dachte, jetzt ist mein Leben zu Ende. Und wo werde ich hinkommen? Und für mich war es wie ein Wunder, dass plötzlich ein Boot kam und das mir dann geholfen hat, aus dem Wasser zu kommen und ans Land zu bringen. Und da war ich Gott von Herzen dankbar, dass ich gerettet wurde und nicht sterben musste, weil ich wusste dann wirklich nicht, wo ich hinkam. Und das ist eine Rettung, du wurdest dann eben, du kommst in das Boot, jetzt aber dein Leben selber, diese Frage, wohin komme ich denn? Wie ging es dann weiter, dass du dann an diesem Punkt kamst, wo du gesagt hast, jetzt weiß ich wirklich, jetzt bin ich von Gott angenommen. Nimm uns da ein bisschen mit hinein in dein Leben. Ja, später, als ich wieder von Rom zurückkam, lernte ich meine jetzige Frau kennen. Sie hat mich zu einer Evangelisation eingeladen. Und da hörte ich zum ersten Mal in meinem Leben, dass wir die Gewissheit haben können, dass wir ewiges Leben haben. Und dieses Leben ist ein Geschenk Gottes, das können wir nicht verdienen, das können wir nicht irgendwie erkaufen mit guten Werken, wie ich oft gemeint habe, dass das ein Geschenk von Gott ist, wenn wir bereit sind, Jesus Christus anzunehmen als unseren Erlöser, als unseren Herrn. Und da wurde mir ganz klar, das will ich machen, ich habe ja danach gesucht. Und nach der Evangelisation ging ich dann zu diesem Seelsorgerraum. Da hat der Evangelist noch einmal alles gut erklärt, dass wir all unsere Sünden Jesus bekennen dürfen und dann ihn
als unseren Erlöser und Herr in unser Herz und Leben aufnehmen können. Und das habe ich dann mit großer Freude getan, weil früher bei der Beichte habe ich manchmal die Sünden verschwiegen, weil ich ein bisschen mich geschämt habe. Ich habe auch befürchtet, dass der Priester immer wieder nachfragt, genau wissen wollte, was ich da gesündigt habe, wie das war. Deshalb habe ich viele Sünden verschwiegen. Und hier konnte ich alles Jesus sagen, weil er wusste mich sowieso alle meine Sünden. Und mit großer Freude habe ich dann auch die Vergebung dankbar angenommen, ihn in mein Herz und Leben aufgenommen. Und da wusste ich, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich ein Kind Gottes, gerettet aus Gnade, nicht aus Werken, als ein Geschenk Gottes. Wie hat das dein Leben verändert? Du warst ja eigentlich auf der Suche. Auch damals schon, als du da nach Rom gegangen bist und hast gedacht, ja, jetzt vielleicht stimme ich Gott so gnädig auch, aber jetzt hast du erfahren, das ist wirklich Gnade, wenn man sein Leben Jesus geben darf, die schuldlos wird, wo er am Kreuz alles auf sich genommen hat. Wie hat das dein Leben verändert? Ja, es hat mich total verändert. Wie das Wort Gottes auch sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Und das Neue durfte ich zuerst mal erleben, dass ich alle Menschen annehmen konnte, wie sie waren. Ich konnte Menschen, die ich vorher gehasst habe, die gegen mich waren, konnte ich plötzlich lieben, für sie beten. Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr materielle Dinge anschaffen muss, um glücklich zu sein. Ich bin mit dem zufrieden, was ich jetzt habe, was Gott mir gibt. Ja, und es war ein erfülltes, glückliches Leben mit der Gewissheit, ich bin getragen durch Gottes Liebe, durch seine Führung, durch seinen Schutz, durch seinen Segen. Und mir wurde plötzlich auch bewusst, jetzt bin ich ein wahrer Priester Gottes geworden, wie was meine Mutter auch da früher vorher gebetet hat. Ich bin so dankbar, dass meine Mutter mich nicht abgetrieben hat. Ja. Vor allem auch für sie, weil es gibt so viele Frauen, die anschließend schlechte Gewissen haben, die ganz große Sorgen bekommen, wenn sie ihr Kind abgetrieben haben. Das musste meine Mutter alles nicht erleben. Und ich las dann im ersten Petrusbrief, im Kapitel 2, Vers 9, wo Petrus auch allen Christen sagt, ihr seid ein auserwähltes Volk. Gott ruft alle Menschen und die seinem Ruf folgen, die sind auserwählt. Und dann sagt er weiter, als königliche Priester. Also ich bin ein Priester vom allerhöchsten König. Und ich bin ein heiliges Volk, heißt da weiter, heilig reingemacht durch das Blut von Jesus Christus, der mir alle meine Schuld vergeben hat, mich rein, heilig und vollkommen gemacht hat in ihm. Zu seinem Eigentum, ich darf ihm gehören, ich bin ein Kind Gottes geworden, ich habe die Gewissheit vom ewigen Leben. Und dann heißt es weiter, berufen, um die Wohltaten Gottes zu verkünden. Die Wohltaten, dass er mich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht geführt hat. Und ich darf jetzt ein Licht selber sein, ein Botschafter Gottes sein, wo die Menschen ermutigen darf, lass dich versöhnen mit Gott. Denn nur allein Jesus Christus kann uns retten und uns ewiges Leben schenken. Wunderbar, du hast genau das auf den Punkt gebracht. Wenn nämlich jetzt jemand zuschaut und sagt, ja, ich bin auch auf der Suche. Und jetzt habe ich verstanden, es geht nicht um Leistung, sondern ich darf das Geschenk einfach annehmen, was Jesus für mich, für dich, eigentlich für jeden Menschen getan hat. Wir müssen es einfach annehmen. Ja. Du bist ein Botschafter, darum bist du heute auch bei uns, um zu bezeugen, Jesus, du hast ihn erfahren, du darfst ihn weiter erfahren, jeden Tag. Und das Leben mit ihm ist das Beste, was uns passieren kann. Würdest du das auch so sagen? Das stimmt, ja. Das ist das Allerbeste, was ich allen Menschen von Herzen wünsche, dass auch sie erkennen, Jesus alleine genügt. Und mit Jesus habe ich alles, was ich brauche für dieses Leben, für ein erfülltes, glückliches Leben, aber vor allem auch für das ewige Leben, gerettet vom ewigen Verderben, gerettet für den Himmel, für die Gemeinschaft mit Gott. Wunderbar. Du hast uns netterweise noch ein paar Büchlein mitgebracht, nämlich ein Buch, das du herausgegeben hast. Das heißt, Wir suchten die Wahrheit. In diesem Buch ist eigentlich die Lebensgeschichte von dir und deiner Frau. Ja, genau. Illustriert, wunderschön. Und wenn Sie interessiert sind und sagen, diese Geschichte, die möchte ich gerne lesen, dann nehmen Sie Kontakt auf mit uns und dann werden wir Ihnen so ein Exemplar zukommen lassen. Bernhard, gibt es noch etwas, wo du sagst, das brennt mir so auf meinem Herzen, dass du teilen möchtest? Ja, ich habe in meinem Leben erfahren, dass es so viele Menschen gibt, die nicht glauben können, dass Jesus alleine genügt. Wir dürfen nicht vergessen,
Wir sind ein Geschöpf von Gott. Gott hat uns geschaffen, Gott liebt uns. Und für ihn ist es nichts Schöneres, als wenn ein Mensch erkennen kann, doch, ich möchte mit Gott leben. Ich möchte sein Angebot dankbar entgegennehmen. Es ist ein Geschenk, das wir einfach als größtes Geschenk unseres Lebens annehmen können. Und das wünsche ich dir, mein lieber Zuhörer, und allen Menschen auf dieser Welt. Und deshalb möchte ich auch leben für Gott, um diese beste, frohe Botschaft weiterzugeben. Vielen herzlichen Dank, Bernhard, dass du das mit uns, mit unseren Zuschauern auch geteilt hast. Und wir segnen Sie in Jesu Namen. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie durch diesen Beitrag auch ermutigt werden und auch bald mal wieder bei uns vorbeischauen.